den Bau von Unterkünften in der Nähe von Wohngebieten. Ich will also sagen, ich bin und war absolut sicher, Seehofer hat zu keinem Zeitpunkt eine Mehrheit der Deutschen brüskiert, sondern er verlieh ihnen Ausdruck. Machen wir uns nichts vor, Orbán ist beliebter in Deutschland, als die Medienlandschaft es zeitweise eingestehen wollte, und Cameron erst recht. Gestern las ich, und das ist Erdrutsch in dieser Welt, Seehofer habe ein 11-Punkte-Zustimmungstriumph in dieser Skala der beliebten Politiker erlebt. Merkel als zu weich gelten sei auf Platz 4 abgefallen. Ich will eine kleine Abschweifung machen. Im Sommer bin ich ja immer so 10-12 Wochen in Österreich, ist also ähnlich wie hier. Ihr habt vielleicht auch gelesen, dass die Neonazis von der FPÖ gerade bei den Wahlen in Oberösterreich ihren Stimmenanteil von 15% auf 31% mehr als verdoppelt haben. Wiederum, obwohl oder weil die ÖVP sich redlich Mühe gab, sich als bessere FPÖ zu verkaufen. Wichtig und eigentlich einer ausführlichen, analytischen und theoretischen sozialpsychologischen Betrachtung wert war, was auf dem am meisten plakatierten Plakat der FPÖ zu lesen war. Dort stand einfach: Wählt so, wie ihr wirklich denkt. Ganz falsch wäre der Kommentar: Was soll denn der Spruch? Das fordern doch immer alle Kandidaten von ihren Wählern. Nein! Eben nicht. Alle fordern immer, dass die Wähler ihre Gefühle, ihre Ressentiments, ihren Rassismus relativieren sollen, am Ansehen im Ausland, an demografischen Problemen mit dem Arbeitsmarkt und dem benötigten Material, an Lohnarbeitern, an europäischen Werten, an Ethikkommissionen und, wie die Nazis sagten, an Humanitätsduseleien. Die Botschaft der FPÖ, damit soll jetzt mal Schluss sein, war der Schlüssel zur Verdoppelung ihrer Stimmen. Deswegen ist völlig klar, die haben ihre Krisen, aber ob so heißt, weiß ich auch nicht. Der Aufstieg dessen, was man AfD oder Pegida nennen kann, wird ungebrochen sein. Lauf nehmen, und die schlimmste Zuspitzung dieses Plakats, die sich bürgerliche Politik im bürgerlichen Staat aber nicht leisten kann, wäre zu plakatieren: Macht endlich, was ihr denkt. Das geht nicht. Dann wäre Amoklauf an Schulen im Zweitagesrhythmus. Das geht beim besten Willen nicht. Aber ich bin ja eigentlich gar kein Positivist. Ich bin ja ein Kritiker des zum Beispiel meinungsforschenden Positivismus, und ich glaube überhaupt nicht, dass Fakten 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 kennen und Meinung kennen klug macht. Ich glaube eher, Bescheid wissen macht dumm. Ich glaube eher, Bildung ist Ohnmacht. Sondern ich bemühe mich, und das hat zugegeben immer spekulative, also nicht naturwissenschaftlich beweisbare Aspekte, die Struktur oder, wenn man das so nennen will, die Totalität der Gesellschaft und die daraus entspringende Hässlichkeit der Menschen analytisch ergründen zu können. Das heißt, ich glaube eigentlich grundsätzlich nie, was Menschen über sich und ihre Meinungen Auskünfte erteilen und in Meinungsfragen zum Besten geben. Die können zum Beispiel, die Zustimmungswerte dafür sind ja ganz hoch, sehr in überwältigender Mehrheit sagen: Ich bin mit meinem Leben ganz zufrieden und das ist so, ich bin ganz glücklich.
Da muss ich kein großer Empiriker sein, da muss ich mich nur einmal in die U-Bahn setzen und sie auf ihrem Arbeitsweg begleiten und ihre Gesichter beobachten, um zu wissen, alles Lüge. Das glückliche Bewusstsein ist eine dünne Oberfläche über Angst, Frustration und Ekel. Ich weiß zum Beispiel als Kritiker des Positivismus, dass eine Mehrheit auch der Bessergestellten, wie man sie nennt, in den Meinungsfragen immer oberhalb von 90% für Chancengleichheit plädiert. Also meistens mit dem Hintergedanken, dass das ein gutes Argument gegen soziale Gleichheit ist, ich weiß. Aber, und ich habe beobachtet, dass ein von Grünen, Sozial- und Christdemokraten veranstalteter Volksentscheid für minimale Verbesserung der Durchlässigkeit des Bildungssystems zugunsten von Kindern aus unteren Schichten in Hamburg gescheitert ist. Und dieses Scheitern ist die Wahrheit und nicht das Bekenntnis zur Chancengleichheit. Eine Mehrheit, überwältigende Mehrheit der Deutschen positioniert sich regelmäßig, insbesondere wenn sie was gegen die USA sagen wollen, gegen die Folter. Aber in den Momenten des Brechmitteleinsatzes in Hamburg und der ausführlichsten medialen Berichterstattung über die dabei erlittenen lebensbedrohlichen Torturen, an denen ja auch einer krepiert ist, waren 95% der CDU-Wähler und 78% der Grünen-Wähler für diesen mörderischen Brechmitteleinsatz. Ich will sagen, eigentlich genügt mir, da ich ein Hochrechner von einzelner Beobachtung auf gesellschaftliche Verhältnisse bin, eigentlich genügt mir der Jubel der versammelten Elite für Walsers Friedenspreisrede und die so demonstrierte Einsamkeit Ignaz Bubis für die Feststellung, genau diese niederträchtige Konstellation ist Wahrheit. Egal, was ihr sonst an Ordensverleihung und Bundesverdienstkreuzüberschüttung für Überlebende der Nazi-Regimes veranstaltet. Und die in diesen Wochen gerade so öffentlich inszenierte Freude in dieser Welt, die angeblich aus dem Ruder läuft, über den geschäftsfreundlich exportorientiert glücklichen Atomdeal mit dem Iran, eine Propaganda, die Israels Position mit aller Kraft delegitimieren soll, genügt mir, um jede Rede jeder deutschen Kanzler, Kanzlerin und Bundespräsidenten in der Knesset und das Gelöbnis der deutschen Staatsräson Freundschaft mit Israel für reinen Mumpitz zu erklären. Man erkennt die deutschen Nationalisten ja immer da, wenn sie etwas Positives konnotieren wollen, benutzen sie das pauschalisierende Wort wir. Macht man das einmal im negatorischen Fall, empören sie sich. Sage ich zum Beispiel einmal so was Schlichtes und einfach Zutreffendes, die Deutschen benehmen sich im Ausland im Urlaub wie Herrenmenschen. Dann wird mir entgegen, das ist so pauschal, kannst du das nicht sagen, da musst du jeden Einzelnen sehen, es gibt auch ganz Freundliche darunter, die zahlen sogar Trinkgeld. Das heißt, man darf, um Negatives zu sagen, nicht aus stringenter Beobachtung seine Schlüsse ziehen. Eigentlich könnte man doch, nur um mal so ein willkürliches Beispiel zu greifen, aus dem, was da gerade bei VW aufliegt und zuvor bei der Deutschen Bank und Siemens aufgeflogen ist, verallgemeinern, das ist nun mal eine Notwendigkeit, skrupellos krimineller Energie zur erfolgreichen Bourgeoisie gehört, wie sagen wir, das Doping zum Leistungssport. Soll man aber nicht. Weil da wird man ja, und man könnte ergänzen, dass schon aus diesem Grunde endlich einmal Schluss sein könnte mit dem Dämonisieren angeblich amerikanisch-jüdischer Untugenden wie Profitstreben um jeden Preis, anonyme Finanzmärkte und Shareholder-Value als Gegensatz
zur deutsch kultivierten rheinisch-kapitalisten Unternehmenskultur. Man könnte einfach mal sagen, nun, diese drei Beispiele müssen jetzt genügen, aber dann schmäht man die Ingenieurskunst und die Weltbeglückung durch den deutschen exportorientierten Maschinenbau. Sie wollen einfach sich nicht mit mir freuen. Wenn ich denke, so eine schöne Schädigung des deutschen Akkumulationsfonds und aus den exportempfangenden Ländern gewonnene Überschuss an Reichtum, so eine schöne Schädigung dieses Vorgangs aus Anlass der Enthüllung bei VW, das wäre doch was Großartiges. Da könnte man doch sogar mal sagen, obwohl das, weil wir jetzt hier im Gewerkschaftshaus sind, denke ich, da könnte man doch sogar mal sagen, so ein Untergang oder eine Schädigung von VW, das schafft echt Arbeitsplätze, nur eben woanders. Zurück zur Willkommenskultur. Ich leugne ja nicht, dass vergleichsweise, etwa im Vergleich zu 1991, viele Menschen begrüßten, spendeten, halfen, freundlich waren und sind. Ich stelle nur analytisch, und analytisch bedeutet immer distanziert, fest, es handelte sich um ein temporär, vom Staat und seinen Medien nahegelegten, früher sagte man verordneten Humanismus. Einige hundert Fernsehbeiträge zeigten hilfsbereite deutsche Sprachkurse und Sport veranstaltend, Behördengänge erledigend, sich um Wohnraum und Arbeitsplatz kümmernd und aufenthaltsberechtigte Ausländer, die frisch gewaschen und super frisiert ihr Glück über einen Arbeitsplatz visualisieren mussten, indem sie liebevoll eine Brezel formten, weil sie, wie sie sagen mussten, schon immer Bäcker werden wollten, wobei ihnen ein gütiger Meister wohlwollend über die Schulter blickte. Also die Dokumentation von Realität, all das gab es ja, ging kulturindustriell Bearbeitung mit der Fälschung von Realität, diese typisch unentwirrbare Verstrickung ein. Aber zunächst will ich festhalten, denn ich dachte, heute möchte ich mal nicht ausgewogen negatorisch sein. Also zunächst will ich festhalten, auch ein von der Staatspolitik nahegelegter Humanismus kann einen Wert haben. Oder jedenfalls Wertvolles enthalten. Als historisches Beispiel fiel mir immer ein die Rettung von Boatpeoplen im Meer von Vietnam. Natürlich war die politische Botschaft die Delegitimierung des als kommunistisch geltenden Vietnam. Aber nicht mit ansehen können, wie die Menschen da ersaufen, ist zunächst einmal auch ein zutiefst menschlicher Impuls. Es gab neben politisch instrumentellen, also auch ehrenwerte Motive, keine Motive, die nur reduzierbar wären auf pro-westliche Propaganda. Und für diese ehrenwerten Motive, würde ich sagen, steht historisch so ein Name wie Jean-Paul Sartre, der sich da sehr engagiert hat. Ich gehe noch einen Schritt weiter mit meinen Konzessionen. Selbst in der Substanz eklige Unterfangen konnten nebenbei richtiges, widerständiges und wertvolles erzeugen. Ich spreche von Gerhard Schröders für das Aussehen und die Exportindustrie im Ausland inszenierten Aufstand der Anständigen. Der eklig war aber auch, und zwar als Nebeneffekt, ein Netz aus Einrichtungen und Initiativen erzeugte oder ermöglichte, die Rassismus und Nazitum beobachten und nach Kräften bekämpfen. Das bleibt gut und verdienstvoll, auch wenn ich manchmal verzweifelt darüber bin, wie dort radikale Linke via halber Planstelle von ihrer Feindschaft zum Bestehenden doch erhebliche Abstriche machen. Viele Erscheinungen des guten oder hellen Deutschlands sind tatsächlich ambivalent. Gerade das ganze Feld des Stolzes auf Vergangenheitsbewältigung bis hin zur Legitimierung von Krieg und als Gegengewicht, als Ambivalenz, als nicht ganz so zu bestimmen, selbstverständlich auch mein Wunsch,
dass das, was geschehen ist, nicht in Vergessenheit geraten möge. Selbstverständlich ist ganz viel staatlich verordneter Pseudohumanismus auch unterwegs, dem man nur negatorisch begegnen kann. Die Lichterketten in den 90er Jahren etwa, also das Bessere als die Pogrome in Rostock und Hoyerswerda verkörpern wollend, aber strikt und dogmatisch darauf achtend, dass auf ihren alternativen Fackelmärschen, und ich sag euch immer, wenn deutsche Feuer in der Hand haben, geht weg, durfte kein Wort gegen die damals betriebene Abschaffung des Asylrechts gesprochen werden. Das war der Konsens der Lichterketten. Übrigens, die Demonstration gegen den Irakkrieg, den letzten meine ich jetzt, gegen den Deutschland sich, wie ihr wisst, positionierte, Wiesen, las ich kürzlich, 8 bis 10 Mal so viele Teilnehmer auf wie die Demonstration gegen den Jugoslawienkrieg, an dem Deutschland jedenfalls politisch erheblichen Anteil hatte. 1:10, das ist der quantitative Proporz und ein erdrückender Beweis über die Wirkungsmacht der Staatspropaganda. Und es ist kein Argument gegen die, die sich gegen beide Kriege positioniert haben. Die Tafelbewegung, diese Armenspeisung streng diszipliniert und hierarchisch aus den Abfallen des Wohlstands, ist eine Einrichtung zur Legitimierung von Armut. Und sie stillt im Konkreten den Hunger von verzweifelten Menschen. Sie leistet Hilfe und ich bin ihr Feind. Niederträchtig, mies, schweinisch, zum Pseudohumanismus, zu meinem Feind, wird sogenannte Menschenfreundlichkeit immer dann, wenn sie die Unterordnung unter deutsche Staatspolitik zu ihrer ersten Maxime, zur absolut dominanten Konstante macht. Was ich meine, will ich in einige Jahre zurückliegendem Beispiel bebildern. Im Sommer 2004 rettete die Kap Anamur, die ja berühmt geworden ist durch Rettungsmaßnahmen vor der vietnamesischen Küste und dann Rettungsmaßnahmen im oder am Rande von Kosovo, rettete die Kap Anamur im Mittelmeer 37 Flüchtlinge. Der neue Chef der Organisation, der so eine andere Orientierung wollte, Elias Birle, und die Crew wurden festgenommen. Der deutsche Innenminister, damals Schilly, solidarisierte sich mit seinem italienischen Amtskollegen und dessen Vorwurf, hier sei das Verbrechen der Beihilfe zur illegalen Einreise begangen worden. In den Medien wurde gehetzt. Der Spiegel titelte Fatale Fischer. Und der Fokus überschrieb seinen Artikel mit Unheilige Samariter. Birdl war für einige Tage im Knast, wurde dann nach vielen Jahren freigesprochen. Neudeck. Der Vorgänger Birdels und im öffentlichen Ansehen, behaupte ich, Deutschlands größter Humanist, gab zu Protokoll, er wolle nicht mit ansehen, wie sein Nachfolger den guten Ruf der Kap Anamur verspielt. Es wurden Rücktrittsforderungen erhoben und lanciert. Das Spendenaufkommen sank dramatisch. Und bald darauf war Elias Birle bei Kap Anamur weg vom Fenster, ausgemustert, abgewählt und abgesetzt. Ruprecht Neudecks Ansehen als großen deutschen Humanisten, als die wandelnde Güte, hat das nicht beschädigt. Im Gegenteil. Sechstens, es bedarf keiner großen Enthüllung, also es bedarf keiner großen Kontrastierung von Ideal und Wirklichkeit oder Wort und Tat, um festzustellen, der Wind hat sich binnen weniger Tagen gedreht. Das, was ich berichtet habe, ist schon fast Bericht in Vergangenheitsform. Die Süddeutsche Zeitung wird jeden Tag, und das ist keine rhetorische Übertreibung,
wird mit jedem Tag Seehofer ähnlicher. Zwei Beispiele, die mir viel Empirie ersparen sollen. Kommentar vom 28. September. Gauck mit seiner Kritik an der Kanzlerin will den Deutschen zu Ernüchterung verhelfen in Zeiten, in denen der Willkommensrausch ganz langsam abebbt, das aber niemand laut sagen will. Rausch. Man stand ohne Alkohol oder besseren Drogen. Man sah die Welt und sich irreal, so wie das manchmal auf Betriebsfeiern vorkommen soll, wenn die jeden Tag drangsalierte Subalterne und der sich jeden Tag drangsalierende Chef sich besoffen in den Armen liegen und vielleicht sogar Küsse austauschen, nur damit es am nächsten Arbeitstag wie gewohnt weitergeht. Und nun also auch flüchtlingsmäßig Ernüchterung. Rückkehr zur Wahrheit der Verhältnisse. Weiter im Zitat. Nach Luftballons am Münchner Hauptbahnhof und Solidaritätsbekundung auf allen Kanälen rechnen Medien dem Publikum jetzt vor, was auf die Steuerzahler zukommt, auf Eltern von Kita-Kindern, Schüler, Wohnungssuchende. Das könne in Enttäuschung und Aggression umschlagen. Das Bild, die Feststellung, positivistische Feststellung vom Wechsel der Propaganda. Stimmung ist zutreffend. Kommentar 30. September. Akut könne Deutschland sich nur darum bemühen, weniger attraktiv für Flüchtlinge zu werden. Das hat die Regierung bereits getan. Am Dienstag verschärfte sie das Asylgesetz so stark wie seit Jahrzehnten nicht. Und wenn das erst einmal lobend ausgesprochen ist, dann bekommt die Erörterung ungeheurer Bestialitäten den Status von Sachlichkeit. Und das bedeutet immer ihre Prüfung am Maßstab der Realitätstüchtigkeit. Also ihre wohlgemerkt technische Realisierbarkeit. Das Zitat geht also so weiter. Es gibt keine durchgängig gesicherten Anlagen an den Grenzen zu Österreich. Ihr müsst euch das Wort leider immer nur reinmurmeln. Es gibt keine durchgängig gesicherten Anlagen an den Grenzen zu Österreich. Und selbst wenn es eine solche Mauer geben würde, wäre das Problem nicht gelöst. Die Flüchtlinge würden dann halt über die grünen Grenzen zu Tschechien oder Polen nach Deutschland kommen. Deshalb lege die eigentliche Lösung, um die sich die Kanzlerin nun endlich bemühen müsse, darin, dass Länder wie Griechenland die EU-Außengrenzen wieder schließen. Ich muss nicht aufzählen, ihr lest ja selbst Zeitung, was sich hinter der richtigen Formulierung stärkste Verschärfung des Asylrechts seit Jahrzehnten verbirgt. Von sicheren Herkunftsländern, Entzug des noch geringsten Taschengelds und so weiter. Aber kaum ist all das verabschiedet, fällt dem Innenminister eine ergänzende Bastialität ein, der Bau von großen Abschiebelagern direkt an der Grenze. Wir laufen zu auf große und ich behaupte prognostisch medial gerade nicht verschwiegene, sondern inszenierte Härte. Polizisten werden wieder Menschen jagen, statt Kinder mit Kulleraugen auf den Arm zu nehmen. Das empfinden sie auch als authentischer. Ich erinnere daran, dass vor einigen Jahren wären in Hamburg nur Polizistenwahlberechtigte gewesen. Die bürgerliche Empirie ermittelt hat, dass dann Herr Schill 82% der Stimmen bekommen hätte. Und diese Zumutung, sich verkleiden zu müssen, gilt für verschiedene Berufsgruppen und ist denen objektiv und subjektiv unerträglich. Was meint ihr, wie die deutschen Soldaten gelitten haben? 5, 6, 7 Jahre lang so tun zu müssen, sie seien in Afghanistan, um einen Brunnen zu bauen. Es ist authentischer und es wird demonstrativ werden. Deutsche selber, wenn man sagt, dass man unterscheiden kann zwischen den Lügen,
die Deutschen selber glauben und solchen Lügen, von denen alle Beteiligten, um ihre Unwahrheit, um ihren Charakter als Ausrede, den man sich zuzwinkert, Wissen zuzwinkert, dann wird die zweite Sorte nun wieder dominant. Es ist die Lüge von der Beseitigung der Fluchtursachen. Es ist die Lüge von der Hilfe vor Ort. Gabriel hat schon in Jordanien, oder wenn ich mich täuschen sollte, war es eben im Libanon, geweint. Ja, es werden Sachmittel und Beträge, die nicht ins Gewicht fallen, an die Höllen in oder am Rande von sogenannten Krisengebieten überwiesen werden. Ja, staatliche Mittel werden sein und private Spenden. Kinder werden gefilmt werden mit deutschen Teddys im Arm im Libanon oder im Schulunterricht oder in einer Gesundheitsstation, betrieben von der Caritas oder der Bundeswehr oder dem Verein von Ruprecht Neudeck. Also das, was die Fluchtursachen bewirkt, von der Waffenlieferung über den subventionierten Export von Hühnerfleischabfall oder die Überfischung der Meere sowie die Nutzung der Agrarprodukte und Bodenschätze für, wie man in Deutschland so sagt, unsere Art zu leben, das wird weitergehen. Ungebrochen immer weitergehen. Sozial werden die, die hier bleiben dürfen, in der Mehrheit unterhalb derer, die man heute mit Migrationshintergrund nennt, angesiedelt sein. In ihrer Mehrheit ungefähr dort angesiedelt sein, wo ich die Bulgaren und Rumänen, die ich in Hamburg als Rechtlose auf dem Strich der Tagelöhner, zu denen das Wort Mindestlohn wirklich nicht vordringen konnte, beobachten kann. Die Ausnahmen kommen ins Fernsehen. Diejenigen, die an den Bahnhöfen willkommen geheißen wurden, werden uns, wie wir jetzt bemerken, insgesamt doch enttäuschen. Zivilität lässt zu wünschen übrig. Die normale deutsche Oberschicht ist sowieso auch enttäuscht, wie sich die Unterschicht falsch ernährt. Auch die arische. Dies wird eskalieren, genauso wie die proletarische Unterschicht und übrigens auch ich mich permanent falsch ernähre, wird der Vorwurf zutreffen, aber die Demagogie durchschaubar sein. Man lebt ja unglaublich, fast möchte man sagen, man unterwirft sich Surrogaten. Elektrozigarette. Das grenzt in ihrer Grausamkeit an Cola Light. Sie werden uns enttäuschen, weil sie schon wieder keine edlen Wilden sind. Das ist der Kern. Deshalb und sowieso wird die faktische, materiell größte Anstrengung in der tatsächlichen Wiederherstellung der Festung Europa und von Dublin III, dessen Gültigkeit Kauder vor wenigen Tagen betont hat, bestehen. Vielleicht, durchaus denkbar, mit der Postierung deutschen Militärs zum Beispiel an der türkisch-griechischen Grenze. Nur weil im Sommer etwas zusammengebrochen ist. Und nur, jedenfalls ich nehme das für mich selbstkritisch in Anspruch oder reflektierend in Anspruch, weil ich die Gestaltungsmacht imperialistischer Staaten über die Welt auch nach 1989 oft überschätzt habe. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass die USA so einen Irakkrieg führen und dabei gar nichts von haben. Ist egal. Auch wenn wir eingestehen, dass wir die Gestaltungskraft imperialistischer Staaten, wenn ich eingestehe, das überschätzen, lasst uns nicht voreilig sagen, das kriegen die sowieso nicht hin. Es gibt so viel Elend auf der Welt, man wird sowieso überrannt werden. Wir wissen nicht,
ob die Herrschaft an den Plänen, die wir jetzt beobachten können, scheitern oder sie durchdrücken werden. Wir wissen es wirklich nicht. Wir wissen aber, ein Humanismus, der sich den staatlichen Notwendigkeiten nicht unterwerfen will, muss neben konkreter Hilfe all diese angedeuteten Bestialitäten anprangern, dagegen protestieren, Widerstand dagegen leisten. Und das bedeutet immer auch, deutsche Gesetze brechen. Dies bereit sein zu tun, werden wenige. Diesem meinem Anforderungsprofil vermute oder befürchte ich, folgt erneut nur eine kleiner, marginaler Teil der Gesellschaft. Aber ich will abschließend sagen, egal wie aussichtslos dieser Kampf ist, auch in der Szene der Helfer, und ich gucke mich um und habe eine Ahnung davon, dass viele bei euch hingerissen und vom humanitären Impuls gerissen waren, Bestandteil der Begrüßungskultur, des wirklich guten Tons zu sein. Aber dieser Keil muss reingetrieben werden. Wenn das nicht getan wird, und ich habe keine didaktischen Vorschläge, wie man das macht, ohne der ewige Querulant zu sein, der das im falschen Moment, wo gerade Kleider sortiert werden, unbedingt ansprechen will, das alles weiß ich nicht. Ich weiß nur, wenn das nicht geschieht, dann wird die staatlich organisierte Hilfsbereitschaft vergleichbar, ich sage es extra so drastisch, vergleichbar mit der Tafelbewegung. Dagegen aufzustehen, werden wir wahnsinnig erfolgreich sein. Ich wollte zum Schluss was Ermutigendes sagen, denke ich. Vielen Dank für deinen Beitrag, Thomas. Dann würde ich nochmal das Wort an Jutta übergeben. Reaktion, Antwort an Thomas. Ich fand's toll. Also manchmal haben wir, wenn wir zusammen auftreten, einen Spaß daran, uns gegenseitig nochmal zu kommentieren, zu zerlegen, in Verlegenheit zu bringen. Aber irgendwie geht das heute gar nicht. Es hat einfach saugut gepasst. Und deswegen seid ihr jetzt dran, oder? Möchtest du noch was loswerden? Kannst du Nein, ich möchte auch nicht die These auf, die neumodische These gegen dich aufstellen, dass man gar nicht weiß, wer schuld am Ersten Weltkrieg ist. Möchtest du nicht verteidigen? Nein. Das finde ich schade. Auf die Diskussion hatte ich nicht. Ich bin jedes Mal erstaunt, viele Sachen nicht mehr klar sind. Ja, es fällt irgendwie reihenweise um. Also bis vor einem Jahr war tatsächlich noch klar, dass der Erste Weltkrieg von Deutschland angezettelt wurde. Und ich hatte dann gehofft, nachdem klar war, was für Bücher da kommen würden, von diesem unsäglichen Christopher Clark, der nicht nur in Witzbold im Fernsehen ist, sondern auch in der Bismarck-Stiftung und einigen Zugriff auf Entscheidungen hat, und diesem ebenfalls unsäglichen Herfried Münkler. Ich habe gedacht, da gäbe es so richtig schönen Zoff, wenigstens sowas wie bei Nolte. Und dann war das unter der Hand alles schon ausgehandelt, als die Bücher erschienen, und es entstand noch nicht mehr Streit, und das ist eigentlich der Schrecklichste.